Ultra dumm. Ich habe diese Folge schon einmal aufgenommen, habe aber die Aufnahme verworfen und muss es jetzt nochmal machen. Tja, in der Folge, die ich noch schon mal aufgenommen habe, habe ich den Boss bekämpft, dort die Goldzeit geholt und ein bisschen in der Arcade-Welt herumgeforscht. Jetzt werde ich halt einfach nur noch mal den Boss zeigen, damit ihr das auch mal gesehen habt. Und dann noch ein bisschen etwas anderes machen. Wahrscheinlich noch ein paar andere Bären sammeln. Und zwei Bären, die ich auf ein anderes Mal verschieben werde. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich den einen lösen soll und der andere halt einfach der Münzbär ist. Let's go! Der Boss ist hier hinten, man braucht auch wieder 60 Münzen, um den Boss spielen zu können, weil er dann das Münztor geöffnet wird. Und es ist natürlich ein Yeti, wie es sich für eine Schneewelt gehört. Dies ist der berüchtigte Yeti. Meide erst einmal seinen Kontakt, bekämpfe ihn erst, wenn er erschöpft ist. Und es ist wirklich anscheinend unmöglich, ihn anzugreifen. Wenn der Kampf anfängt, wenn er einfach nicht schnell genug ist. Wenn man hier steht, dann kann man fast nicht getroffen werden von diesen Schneewellen, Lawinen, kleinen Dingen. Weil man einfach genügend Zeit hat, auszuweichen. Vielleicht schaffe ich diesmal sogar ohne Schaden. Wäre natürlich übel fresh. Ich glaube, mit diesem Weitsprung ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, ihm bei diesem Schneeballangriff ihm ausweichen zu können, weil man mit Gehen einfach nicht schnell genug ist. Und wo ist der Schlüssel vom Gehen her? Ja, ganz, ganz genial. Hier ist einfach immer noch die Hitbox des Yetis. Ganz genial gelöst. So. Dann befreien wir etwa zum dritten Mal Nathan. So. Jetzt mal zurück zum Hub. Und jetzt werden wir noch alle Bären sammeln, außer die zwei, die ich keine Lust habe. In dieser Welt habe ich mit meinem 100% Spielstand übrigens noch nicht alle Goldbären. Aber ich habe schon einige. So, ja. Hier ein bisschen aufpassen bei den Monstern. Ja. Schneller Neustart. Jetzt können wir jetzt nicht einen absoluten Highscore aufstellen, aber ich werde jetzt auch nicht so rumtrödeln, weil ich ja schon weiß, wo alle Bären sind. Zum Glück ist. Hier findet man einen Schlüssel für einen anderen Bären und der ist wirklich ziemlich einfach zu holen. Muss man einfach dort nach hinten gehen und es steht ja auch sogar auf einem Schild, was man bei diesen Bären tun muss. Hier kann man noch ein bisschen mit dem Stampf-Tappensprung abkürzen. Dann hier hoch und hier den befreien. Und lustig ist einfach, der Pinguin schiebt einem immer noch weg. Obwohl das Spiel eigentlich schon beendet ist. So, dann können wir noch einen weiteren Bären holen, der hier hinten ist.
Im Gegensatz zum Schildkrötendorf kenne ich hier eigentlich nicht alle auswendig. Schildkrötendorf kenne ich also ziemlich alle auswendig. Und als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, war mir gar nicht klar, dass es diese Welt gibt, und ich habe dann zuerst die dritte Welt gespielt. Schon ein bisschen dumm. So, dann hätten wir noch. Da hinten gibt es sicher noch einen. Jetzt fällt mir gerade etwas ein. Einen anderen Bären, den man hier mit Abkürzungen holen kann. Aber es aber noch einen offiziellen Weg gibt. Mit der Stampfattackensprung. Ich bin so froh, dass es diesen Stampfattackensprung gibt, weil das macht das Spiel so viel erträglicher. Dann kann man einfach auf diese Sprungfläche gehen. Wow. So, schneller Neustart. Und dann werden wir mal hier hochstehen. Dieser Sprung ist auch ein bisschen beschissen. Aber ich habe ihn zum Glück geschafft. Diesen Bären dort hinten mit dem Puzzle werde ich erst im nächsten Part machen. Und vielleicht werde ich ihn heute noch machen, wenn ich wirklich merke, dass das Video sehr kurz ist, aber glaube nicht so. Hier gibt es, soweit ich weiß, nichts für uns. Da unten auch nichts, einfach ein paar Münzen. Aber dafür hier oben. Ich bin hier. Hier kann man auch immer abkürzen mit dieser Sprungfläche dort, mit dem man auch diesen Riesen besiegen kann. So, und dann kommen wir hier hin und können ihn auch befreien. Jetzt gehe ich mal auf Fortfahren. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung, aber jetzt geht dieser gleich wieder weiter. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob wir schon alle Bären haben. Das werde ich jetzt kurz zurück in den Hub gehen. Schön. Jetzt fehlen sogar noch zwei. Wir haben alle Bären. Außerhalb den zwei, die ich jetzt keine Lust habe zu machen. Wohl, ich werde mich mal an den einen Puzzlebären jetzt einfach versuchen. Obwohl ich keine Lust habe. Die Sonne lacht nicht an diesem schönen Tag. Warum komme ich da jetzt eigentlich nicht mehr immer hoch? Ich schaffe das sonst immer. Das macht jetzt keinen Sinn. So. Ich glaube so. So. Jetzt habe ich schon keine Ahnung mehr, was machen. Nee, lassen wir das. Muss ich dann nochmal nachschauen gehen, aber jetzt habe ich keine Lust, das noch zu machen. So, was könnten wir jetzt noch machen? Also ich weiß es eigentlich nicht, und ich habe jetzt auch keine Lust mehr aufzunehmen. Deshalb verabschiede ich mich jetzt mal mit einem Part von Unterlänge. Liken und abonnieren nicht vergessen und ciao.